Stimmt, gerade schon. Ich grab mir etwas. Das sieht scheiße aus. Boah, die Haut von dem Typ, ey. Was? Was denn der Haut? Hier, die Arme. Das ist die Rüstung. Alles drauf geworden. Das ist nicht, du hast keine Handschuhe an. Das ist, weil du den Bart so hochgeknüppelt hast. Du färbst nämlich die ganze Haut nicht. Das ist egal, das ist einer, aber dunkel. Sein Daddy war ein Dunkelelf, seine Mutter war ein Ketchup. Ich dachte, ein Ziegenkäse. Das ist sein Bruder. Ich würde sagen, gehen einfach hier runter und gucken, ob wir irgendwas finden in der Welt. Und wenn es halt der Tod ist, mein Gott. Irgendwas finden in der Welt. Old Man Gray! Oh, er hat gleich getroffen. Der macht sich langsam. Man merkt, die Erfahrung, die wird immer höher dann in der Zeit. Ja klar, das ist ein erfahrener Abenteurer. Ist er eben nicht, deswegen war das ja. Ah, ich sollte aber echt aufpassen, dass er hier nicht... Ein Monument! Ich sollte jetzt aufpassen, wo er hier hinkommt, ey, der ist fast tot, ey. Zu nennen. Hä? Wenn du so von hier kommst, sieht das aus wie so ein Schwein oder so ein Nasen... Wie so ein Ameisenbär, der da liegt. Guck. Das ist Auge. Das sind so die Ohren. Krieg lieber weiter deine Milch, ey. Mach ich auch. Das ist scheiß. Unten ist das Ding. Versteckt sich vor uns. Ich weiß selber nicht, warum das gerade getan hat. Was ist denn dieses sammliches? Die Ratte, die immer drüber gesprungen ist. Das Böse hat er ihn gewartet. Baby-Ratte. Ne, hier geht auch ein Weg hoch. Sagen die folgen mir einfach den Weg hier. Der Heldenhügel. Dreh wieder rum. Sag ich mal, wie sieht das aus im Heldenhügel? Ja, die Latschen. Oh ja, der ist Helden. Ich bin komplett gepanzert. Ich habe keine Schwachstelle, nur eine, aber die sieht niemand. Einmal kannst du warten, was meine ich. Oh, ist ja viel drin in dem ausgehöhlten Felsen. Dafür haben wir einen ausgehöhlten Felsen gefunden. Also, wenn das sich nicht gelohnt hat, deswegen. Hm. Dass ich die Beine halt immer bricht. Hättest du was reingelegt, dann kannst du keine Helden spenden. Ja. Hey! Oh, da ist eine Höhle. So, und da gehen wir rein und werden wahrscheinlich gleich wieder rauslaufen. Irgendwas übelst Mächtiges drin wohnen. Magie reicht nicht aus, schade. Das ist noch eine Höhle. Eine Höhle über Höhle haben wir hier. Ich würde Nachtlager suchen. Ja, wo wir Nachten finden. Lager. Ein Balaber. Oh, die sumpfige Höhle. Da speichern wir lieber vorher mal ab hier. Wie ist denn nicht, dass wir da drin irgendwie sterben oder so? Mit deinen scheiß Sandaletten, ey. Na und das... ein Sandaletten hält. Das müsste ja echt, da müsste abrutschen hier. Komm, wie ein Sandalen. So ein bisschen Höhle. So. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, hier war mal eine Monsterfete drin. Ich darf mich doch so schlecht entscheiden. Geh rein, geh rein. Geh rein, los. Schön hier drin. Deswegen. Genau deswegen. Das sind die. Die Soos. Dann spülen wir das aus oder was? Nee, lass mal gut sein. Hier, press Feuer. Komm, Esel, du. Ha, die. Jetzt kann er Milch mit Trollfett machen. Nee, kann er nicht. Trollfett kannst du nicht mit nichts mixen. Das stößt alles ab. Ja. Oh, Geld und Gold. Geld und Gold. Wow. Das ist verdammt schwer.
Schön. Das ist halt schön. Warum? Weil ich einen Helm von Orkay gefunden habe. Ja, ein Anfang schon. Hey. Setz ihn auf. Vielleicht verkaufst du. Du hast einigen Wert durch den Zauber. Für 3,50 Euro verkaufe ich ihn dann. Kannst du auch. An der Tanke. Können wir eintauschen. Oh ja. Ich hab leider kein Geld mit. Dann lass mal den Helm von Akai da. Ah, ha, ha. Dann mal. Ah, ha, ha. Oh, nein! Ich dance bitte das nicht mit dir aus! Oh, das fällt nämlich trotzdem. Was ist? Noch eine Höhle? Noch eine Höhle. Vor allen Dingen 11 Gold schließen die weg, ey. Das sind Trolle. Was erwartest du denn? Weiß ich nicht. Dass die alles auf dem Boden liegen lassen oder so. Bumbermickel. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das Fett mitnehme. Das bringt mir eigentlich ja recht wenig. Recht wenig. Steuer für das Gewicht. Ganz gut verkauft. Ja, aber ansonsten, der will ja Milch da draus machen. Was? Warum? Weil eigentlich nur seine Reise besteht, Milch zu produzieren. Ogo. Wunderbar. Das ist dieser scheiß Bär von der Kaffeesahne. Ja. Ja, kann sein. So sieht der aus, wenn er gegen das Team trägt. Der will jetzt in Milch expandieren. Holst du zur sumpfigen Höhle? Sind wir schon in der sumpfigen Höhle? Na, merkst du was? Crank! Rot getränkt ist das Schwert, mit dem Leid seiner Opfer. Gepeinigt zieht er durch die Lande. Und denkt sich, oh mein Gott, was für eine Schande. Das war schon irgendwelche Stück mehr. Und das ist gar nicht wirklich gut verschlossen gewesen. Also alles, was unter 12 ist, verschließen seinen. Also ein Goldstück, dann wird er mit extra schweren Druck verschlossen oder so. Ja, da kam von hinten ein Troll an. Hallo. Ach. Ich weiß nicht. Der Helm von Arkay wenigstens. Den kannst du ja wissen noch mitnehmen. Das ist ja zufällig. Ich glaube nicht, dass er unbedingt wieder hier drinnen liegt. Man weiß es nicht. Probier's nächstes Mal aus. Das wird wieder ein magischer Gegenstand. Komm her, meine! Dicke Mann. Ja, ich wollte nicht sagen. Was ist so dicht, denn? Ist so voll, Junge. Ich glaube auch so langsam. Guck, für das Nugget alleine hat sich gelohnt. Da hätten wir noch ein bisschen. Ist zufällig. Ja, es ist eigentlich auch zufällig. Ja, aber doch nur, wenn du reinkommst. Wenn du jetzt rausgegangen hast, dann wieder rein. Dann wäre das schon. So, dann holen wir noch den Helm und verpissen uns von hier. Dafür hat es gelohnt, hier drinnen zu bleiben. Eigentlich nicht, aber. Nee, und nicht wirklich, ich will. Dupdi 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 dupdi. Keine Ahnung, kam eigentlich der Troll eigentlich her? Wusstest du schon?
Falls ein Thema während des Gesprächs noch goldfarben ist, hat diese Person etwas dazu zu sagen.